Drache steigen. Ja, und die Tür im Trailer, die fliegen auch schon drüber weg, diese Arschlöcher. Ja, da steht er mit seiner ganzen Pracht. Wollen wir mal schauen, was die Gegend so macht. Das ist wohl wieder der Erleuchter. Das ist ein Radfahrer, sieht man. So, wollen wir mal schauen. Hallo Kumpel! Na? Mal gucken. Aha. Der Wartbaum hat seinen Namen wahrscheinlich von der Warte, so nannte man von alters her erhabene Orte, die weite Rundblicke gewähren. Der erste bisher bekannte Hinweis auf die Linde stammt aus dem Jahr 1608. Der Platz um den Wartbaum war wegen seiner exponierenden Lage schon immer Schauspiel militärischer Ereignisse. So, 1636 schon. Die erfolgreiche Sprengung des Belagerungsringes kaiserlicher Truppen unter den General Lambol um Hanau wurde mit 2 Stückschüssen von hier aus begonnen. 1759, der erfolglose Versuch, das von den Franzosen umzingelte Frankfurt zu besetzen, zu entsetzen. Beim Wartbaum vereinigten sich die Truppen von Hessen, Hannoveranern, Bückeburgern und Braunschweigern zum gemeinsamen Vorstoß Richtung Bergen. 1814, Feier des Jahrestags der Völkerschlacht von Leipzig, mit der die Befreiung Deutschlands von Napoleons Herrschaft eingeleitet wurde. 1863, große Gedenkfeier anlässlich der 50. Wiederkehr der Völkerschlacht von Leipzig. Hat's doch gerade gelesen? Na gut, doppelt hält besser. 1897, Feldherrn Hügel für das große Kaisermanöver. Der deutsche Kaiser Wilhelm II, den kannte man oben auch noch, weilte hier mit zahlreichen Fürstlichkeiten und fremdherrlichen Offizieren, wie den König von Italien und Sachsen, dem Großherzog von Hessen, dem Prinzregenten Luitpold, komischer Name, von Bayern, den Großfürsten Nikolaus von Russland, kann heute nicht mehr richtig lesen, sowie Militärattachés aus den europäischen Ländern und aus Japan. 1958, Anpflanzung der Friedenslinde und der Wartbaum. Nachfolger Linde durch den damaligen Verkehrs- und Verschönerungsverein Windecken. Jetzt Heimatfreunde Windecken 1910 e.V. 1979, erster Vaterfeiertag. Ach ja, Vatertagsfeier. Ausgerichtet von den Sängervereinigungen Niederau Windecken. Und so weiter. Seitdem alljährlich am Himmelfahrtstag die Tradition geworden mit Festzelt und Gesang. Jo, da war ich auch schon mal dabei. Na ja, alles rot schon. Fällt zu lesen heute schwer. Ja, hier gehen wir mal in das Gebiet rein. Ja, das haben sie vorsichtshalber. Ja, ha! Vorsichtshalber eingezäunt. Ich bin hier, hinter dem Gebüsch. Hinter dem Gebüsch, Büsch. Ich hab mal. Na, nicht so sehr. Hallo, wo bist du denn? Ah. So, da ist der Drachen. Was? Ich bin nicht fotogen, das heißt nicht. Es kommt nicht auf das Fotogene drauf an. Ja,
Rundblick ist hier sagenhaft. Was, Frauchen? Hallo, Frauchen! Uhu! Wunderbar. Ja, den sehen wir von uns aus. Die Aussicht ist hier genial. Das ist einfach genial. Was das soll? Ach, wie Gott. Ja, und dieser hier, hat dieser Baum die Kriege, Stürme, alles bestanden. Da ist Kraft, die uns allen gehört. Ist überall, ist auch in dir. In dir und in mir.